So, Ziel des Spiels für zwei Spieler ist es, als Erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Sechs Würfe werden geworfen und der Spieler wechselt sich ab. Punkte gibt es für jede 1 und 5. Sowie für mindestens drei gleiche Augen einer Zahl. Gepunktet wird wie folgt. 1 ist 100 Punkte wert, 50, 5 ist 50. Drei gleiche Augen sind 100 Punkte multipliziert mit den Augenwert, weißt du, das ist 400. Ist 1000 Punkte wert. Oh, guck mal, ich habe 1000. Vier gleiche Augen sind das Doppelte der Punktzahl. Also habe ich 2000 Punkte da liegen. Krass ist das denn? So, ist 1600 Punkte wert und so weiter, ja. 1, 2, 3, 5, 6, 1500, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Die Anzahl an Punkten, die du erzielen musst. Die erzielen Punkte. Zwischensumme dieser Runde. Gesamtsumme der eben ausgewählten Würfel. Der Zug eines Spielers beginnt immer mit den Werfen aller sechs Würfel. Danach wählt der Spieler mit E jene Würfel, die Punkte erzielt haben und legt sie beiseite. Er muss immer mindestens einen Würfel beiseite gelegt werden. Danach darf der Spieler die verbliebenen Würfel mit F erneut werfen und so weiter. Würfelkombinationen werden nur für den aktuellen Wurf gewählt, nicht für den ganzen Zug. Das Kernelement des Spiels lautet, wenn bei einem Wurf kein einziger Würfel punktet erzielt, ist der Zug des Spielers zu Ende und sämtliche Punkte, die bisher bei diesem Zug erwürfelt wurden, gehen verloren. Dann ist der Gegner in der Reihe. Aus diesem Grund ist es ratsam, seinen Zug mit Q zu beenden, bevor das Risiko zu groß wird, dass nicht nur ein einziger Würfel punktet. Oft zahlt es sich aus, nicht alle Würfel, die Punkte erzielt haben, beiseite zu legen, sodass man die Chance auf höhere Punktzahl beim nächsten Wurf verbessert. Da jeder Spieler seinen eigenen Würfel nutzt, kann man relativ leicht schummeln, wobei es nicht so einfach ist, an gezinkte Würfel zu gelangen. Teufelskopf ist ein Würfel mit einem Teufelskopf als Joker anstelle einer 1, der als eine beliebige Zahl gilt. Du hast zum Beispiel die Seite den Joker erzielt allein jedoch keine Punkte, sondern nur in Kombination mit einer Zahl. Wenn du also nur Joker wirfst, gehst du leer aus. Okay, also Würfel beiseite legen. Punkten und passen. Verflucht, warum spiele ich überhaupt? Mal sehen. Aber jetzt wird's was. Aber wenn man alle durch hat, darf man wieder mit 6 anfangen. Wie gut zu wissen. Jetzt du. Okay, da sind wieder 2 Einsen. Tausend Punkte gemacht, ne? Andere Dinge ist schon gut. Punkten und fortfahren. 1-1. Wieder 2 Einsen, ne? Na komm. Punkten und passen. Das war's. So ein Pech. Ich muss mich beeilen. Mal sehen. Ich hätte es lassen sollen.
Das war's. Jetzt du. Ah, macht mal wieder Punkte. Sich da 3 rein. 300. Machen wir mal F. 5 oder 1 wird schon dabei sein. Oh, Kacke. Heilige Scheiße. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Nein, geht schon. Du bist. Schönes, einfaches Spiel. 1, 2, 3, 4, ja. Punkt und fortfahren. Eine 5 und eine 1 brauche ich noch. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Da ist er. Herrgott, wie konnte das passieren? Ha! Kommentar, Spieler. Ich warte noch mal. Heimlichkeit? Irgendwo gab es doch einen Perk mit. Mit, Dingern ziehe. Besser würfeln. War das hier? Weil die Table wirklich da war es. Jo! Jo! Und hier mit RW auch. Ist wieder privat. Verschwinde! Entschuldigung! Oh, Schloss knacken. Auch nicht sowas wie Hintereingänge und so gibt, ne? Kann ich denn nochmal mein Pferd rufen? Bei den pfeifen Menschen hörbar. Scheint nicht irgendwie
zu funktionieren. Da oben für ein Hütchen. Guck mal, ich hätte hier sogar hinreiten können. Ach, funktioniert denn das nicht? So albern. Jäger habe ich entdeckt. Die Margret. Schließen ihre Tür bei Tageslicht ab. Gelobt sei Jesus Christus. Übung. Jagen. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Vielleicht ein anderes Mal. Okay, es ist soweit. Was hat er? Was hab ich dann? Ah, das verkleidet sich so nicht. Oh, Scheiße. So. Ich hab Bock drauf. Oh, wie geht das? Und oh, Scheiße. Cheat Sheet habe ich geschrieben, ja, wow. Hey, wo bist du? So. Übung. Ja. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Ich möchte gut. Falsch. Ist das nicht etwas viel? Mal gucken, was passiert. Einverstanden. Hör gut zu. Das ist natürlich auch geil. Ist nicht etwas viel? Da lege ich noch was drauf. Okay, lass uns handeln. Ich will... Armschienen habe ich noch gar nicht. Ah, guck mal. Ah, jetzt sieht man noch auch was verbessert. Hab ich schon. Fertige Pfeile. Oh. Hiervon vielleicht nochmal 40. Irgendwie was? Oh Gott. Wundpfeil. Verbessert zwar Langstreckenpfeil. 7. Ich natürlich den besser mit.
Okay, verkaufen. Da. Speckverband. Okay, Warenkorb, dann mache ich die nicht, ne? Entfernen. Alle wieder entfernen. Also ja, ich kann auch verkaufen Waffen. Und die alle. Ja, minderwertige Pfeile brauche ich nicht. So, Handel abschließen. So, Inventar. Jetzt haben wir Waffen. Das rüsten wir aus. Das rüsten wir aus. Rüstung. Ah, ich rüsten hier aus. Wie kann ich das hier ausbauen? Nur wie die Stärke scheiße, ne? Hier trainiere ich Stärke. Klauen zu bewältigen. Leiche bewusster zu haben, verbraucht keine Ausdauer. Packesel. Du kannst 15 Pfund mehr sonst tragen. Ja. Du kannst nicht sputen, wenn du überladen bist. Ja, muss ich was essen, ne? Ich habe vielleicht ein bisschen viel Essen dabei. Für Essen. Achso. Sagte mein Essen. Energie, Sattheit 16. Toll. Wann kommt denn dieses Kackpferd nicht? Weil es nicht mir ist oder was? Könnt doch aufsteigen. Gehört jetzt mir. Oder Gaul da. Ach scheiße, und Hundeflüsse habe ich auch noch nicht. Egal. Ich hole jetzt mein Pferd, dann kann ich da nochmal hinreiten. Ach man, dämlich. Ah, da steht's. Auf gute Nachbarn. Was treibst du hier? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus. Ich möchte nur wegreiten, danke. Reden. Übung. Hundemeister. Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen fest. Also, pass gut. Nüffelsau. Was habe ich denn jetzt hier? Ah, guck, ja, da habe ich jetzt Stufe 1. Okay. Anderes Pferd. Ja, mein Pferd. Ich habe nämlich kein Pferd mehr. So eine Scheiße. Gehen wir ein Pferd kaufen. Wo geht's hier hin? Ah, ich gebe zu viel zu entdecken. Ja. Was?
Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Ja, da hat er mich ein bisschen hingebeamt, ne? Ich wollte doch in den Wald. Heimkehr. Kann ich auch kein Pferd kaufen. Mein Gott. Groschen. Wir haben einer was zu essen dabei. Ja, bin halt überladen. Ich muss was essen. Jetzt ist mein Pferd da irgendwo im... Ach Mann. Bisschen ärgerlich. Stärker. Was ist hier los? Mentalspieler. Heimlichkeit. Wie steigt das denn? Hey, wer ist da? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie kann ich denn das scheiß Schwert ziehen? Zieh dein Schwert! Steuerung. Kampf, Primärangriff. Nahkampfwaffe ziehen. Eins. Okay, aber ich lade einfach das Spiel. Ja. Da werde ich mich schön an den Rand schleichen. Ist halt die Frage, ob ich... Kann ich mal gucken. Spieler... gut, Stärke. Heimlichkeit ist. Tja, wo ist das? Tom S. Wenn ich da jetzt hinschleiche. Oh. Psst. Heide. Klappert hier so. Ob das was bringt.
Meine Gebete wurden erhört. Das ja. So gut wie niemand will sterben, also gib deinen Gegner vielleicht lieber auf. Du kannst ihn dann entscheiden, wie du mit ihm verfügst. Ja, jetzt ist er tot. Warum sehe ich mein Inventar nicht? Inventar, Haupthand, Waffen. Fallen lassen. Lederwams, Geräusche minus, Körperrüstung mehr. Leuchter Gamberos. Hä? Verteidigung 5, 6? Achso, weil das so scheiße ist. Hm. Ah, dann schmeißen wir wieder weg. War ja gerade am Plündern. Ich kann nicht sporten, weil ich bin überladen. Frage, ob das irgendwas an Stärke macht, Spieler. Stärke, Kuh. Deutlich die Kapazität des Inventars. Ja. Und hauptsächlich im Kampf zu. Hm. Im Kampf, da muss ich viel kämpfen. Über Stock und Stein. Ja, oder ich kann natürlich trainieren, ne? Ich trainiere ganz viel. Muss das doch auch steigen. Ist doch quasi irgendwie Kampf, ne? Nö? Bleiben wir mal.